Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen, aufregenden, keltischen Marstag wünsche ich euch allen und natürlich ganz besonders dir. Und vor uns liegt ein äußerst spannendes Horoskop. Spannend deswegen, weil ich nicht so genau sagen kann, wie sich dieses Horoskop auswirken wird. Aber ich kann einmal sagen, es handelt sich hierbei um den Neumond, der am 4. August, also diesen Samstag, um 13.14 Uhr stattfindet. Interessant, 13.14 Uhr ist einmal von den Zahlen schon einmal eine interessante Information. Und noch interessanter sind natürlich die Grade. Sonne und Mond auf 12 Grad 34, 1, 2, 3, 4 und hier noch 5 Sekunden, also 1, 2, 3, 4, 5. Sehr bemerkenswert. Wenn ich die 12 und die 34 zusammenzähle, dann komme ich auf die richtig WEF-Zahl. Es geht um Geld und Macht. Schauen wir mal, was wir in diesem Horoskop herausfinden können. Der Neumond steht traditionell immer wieder für einen Neubeginn, neue Chancen oder auch neue Bereiche werden hier betreten, Chancen werden entweder genutzt oder sie werden vertan oder man verändert die Gangart. Und hier sehen wir, dass jemand offensichtlich vom Trab in den gestreckten Galopp überzugehen denkt. Wer könnte das sein? Im Vergleich zwischen Sonne und Mond, beide im Löwen, ist logischerweise Sonne wesentlich stärker, weil im Domizil, spannend aber 12 Grad 34 auf Jungfraugraden und ganz genau, fast minutengenau am MC, also ein super markantes, eine super, super, wie sagt man, entscheidende Weichenstellung, ein Horoskop, welches meines Erachtens hier eine massive Trendwende einleiten wird und wir können gleich herausfinden, warum das so ist. Aber zuerst schauen wir uns einmal an, das 10. Haus, aha, 12 Grad 54, gut, da habe ich einen anderen Wert, ist egal, aber 12 Grad 54 ist auch sehr, sehr eng am MC. Ich dachte, es wären 12 Grad 38, aber ja, so täuscht man sich, das war dann ein anderes Programm. Aber wurscht, vollkommen egal, wir haben hier eine super enge Konjunktion, sehr markante Position am MC. Im Österreich-Horoskop ist die Konjunktion weiter im 9. Haus und der Aszendent ist nicht in den ersten 3 Graden wie hier, sondern schon auf 5 Grad. Also in Österreich scheinen die Dinge ein wenig entspannter zu sein, aber bei uns ist halt der Saturn exakt an der Spitze des 5. Hauses. Schauen wir uns das einmal ein wenig näher an. Wir haben hier Sonne als Herrscher des 10. Hauses, Mond als Herrscherin des 9. Hauses. Das heißt, es geht hier um die Verbindung Staatsführung mit dem Thema Freiheit, höheres Wissen. Ich würde aber auch in erster Linie hier die Gerichtsbarkeit sehen. Die Religionen sehe ich im Moment nicht so sehr im Vordergrund. Also das heißt, hier ordnet sich offensichtlich die Gerichtsbarkeit der Staatsführung stark unter. Das ist für mich einmal eine dieser Kernaussagen. Oder es kann auch zum Beispiel sein, dass hier der Mond für das ferne Ausland steht, dass es hier offensichtlich zu Kompromissen gibt. Dritter Versuch, dass es hier zu Kompromissen führen wird oder dass es hier Kompromisse gibt, dass eben hier der Wilde Westen eben einlenkt und ein wenig nachgibt, weil Mond ist, wie gesagt, eindeutig die schwächere Besetzung. Üblicherweise heißt Sonne-Mond-Konjunktion, also Neumond, auch immer wieder die Begegnung zwischen Staatsführung und Bevölkerung. Und wie innig dieses liebevolle Verhältnis ist, inwieweit hier sozusagen ein Weg gefunden wird, das wage ich zu bezweifeln, weil wir erkennen sofort mit Spitze 4. Haus im Wassermann, Herrscher von 4 Uranus an der Spitze des 8. Hauses noch im 7. Haus, dass hier die heiße Liebe wahrscheinlich nicht mehr so schnell ausbrechen wird, aber es wird auf jeden Fall zum Quadrat kommen, denn es wird 12 und 26 in 14 Tagen werden wir hier ein Aufeinandertreffen von Staatsführung und Bevölkerung sein. Also das könnte schon mal sehr sportlich werden. Da könnten wir schon einige revolutionäre Ansätze sehen. Wir haben hier ein ungefähr aufgerundet, ein 4-Wochen-Horoskop, gefällt mir deswegen. Jeder Quadrant, also 4., 3., 2., 1. mit einer Woche besetzt. Das heißt, wir sehen hier offensichtlich im Zeitraum von, ja, das kann ich gerade rechnen, 4 plus 7 ist
11, ja, große Rechenkunst, das heißt, wir sehen am Montag, den 11. August, offensichtlich irgendwelche Maßnahmen. Also, ja, Volksgenossen, ihr werdet jetzt die strenge Hand der Stasi kennenlernen. Ja, richtig. Und die Volkspolizisten sind auch dabei. Ja, ganz genau, die Volkspolizei, die Staatspolizei. Wir sehen hier Spitze 6. Haus, das sind die niederen Beamten, die Polizeikräfte, haben wir hier im wiedergestellt, also sehr sportlich, und Herrscher von 6 im 8. Haus, also durchaus aggressiv, durchaus gewaltbereit. Und das Fantastische ist, wir haben hier die Konjunktion Mars mit Aldebaran. Aldebaran löst natürlich die Beendigungsachse aus, ja, und da geht natürlich dann auch etwas offensichtlich gewaltig in die Hosen. Also Aldebaran ist hier, ja, Vivian Robson, wo habe ich das hier? Ja, ich halte mich hier eher an das, was Frank Felber geschrieben hat, da ist er, und zwar hier auf negativ gefällt mir besonders gut, Schmerzhaft, vorschnelle Entscheidungen treffen, ja, oft kopflastig, und hier schwaches Nervensystem. Das schwache Nervensystem passt ganz genau mit dem Mars in den Zwillingen zusammen. Und hier würde dann natürlich für mich die Konjunktion Aldebaran mit Mars eine Art Kurzschlusshandlung bedeuten. Also das heißt, da brennen die Nerven offensichtlich durch, also roter die Nerven, nie glühten. Und diese Gewalt geht offensichtlich von den Volkspolizisten aus. Und interessant, wir haben hier in wenigen Graden die Konjunktion zwischen Mars und Jupiter. Mars steht ungefähr auf 10 Grad, Jupiter auf 15 Grad, 5 Grad, 5 Tage, könnte sich mit einer Woche ausgehen. Ja, 5 und 7 liegt knapp beieinander, bitte nicht so genau rechnen, also ungefähr da in dem Bereich. Also das heißt, wir haben hier eine Wochenauslösung, hier haben wir eine 5-Tages-Auslösung, also das heißt, da könnten sich schon, hier haben wir Sonne, Uranus, eine 14-Tages-Auslösung, ja, also das heißt, hier haben wir offensichtlich unvereinbare Fronten, beide sind fest, beide sind sozusagen sehr, sehr stur, und natürlich hier die Sonne als Herrscher des 10. Hauses im Löwen, sehr königlich, sehr arrogant, sehr aristokratisch, sehr von oben herablassend, auf 12 Grad 34 noch sehr, sehr genau, und natürlich in Konjunktion mit Mond, dem Gesetz, ja, dass hier jetzt sehr genau nach dem Buchstaben des Gesetzes vorgegangen wird. Und wir sehen auch hier ein Merkur-Uranus-Quadrat, ich berichtige, ein Merkur-Uranus-Spiegelpunkt, der natürlich schon stark nachgelassen hat, aber wir sehen nach wie vor das Thema Nervenüberreizung, große Nervosität, große Empfindlichkeit. Also das heißt, hier ist die Gereiztheit stark in der Luft, es vibriert schon regelrecht, und natürlich diese starke Besetzung des 8. Hauses, Uranus Spitze 8. Haus, Mars und Jupiter. Mars und Jupiter in Konjunktion bedeutet dann natürlich immer einen Multiplikationsfaktor, eine starke Vervielfachung des Themas Gewalt. Ja? Also das heißt, hier sehen wir natürlich auch mit Aldebaran eben Anfang vom Ende. Hier haben wir ein Neumondhoroskop, das heißt, hier beginnt eine neue Phase, und diese neue Phase steht natürlich unter dem Siegel des Jupiter-Saturn-Quadrates, das heißt, das Ende der Herrschaftsordnung in dieser Form, und natürlich der Mars heizt dann dieses Thema so richtig an, also da geht dann so herrlich die Post ab. Mars ist nicht nur Herrscher des 6. Hauses, sondern Mars ist auch Herrscher des 1. Hauses, Geburtsregent, und auch Herrscher des 2. Hauses, Herrscher von 2 in 8, zeigt uns, dass es hier um große Geldbeträge geht, dass es hier um Unsummen geht, und dieses Thema wird auch über die Venus angesprochen. Venus ist die natürliche Herrscherin der Finanzen, des Geldes, und hier eben 8. Haus, große Geldvermögen, große Aktienvermögen, Milliardenbeträge, Billionenbeträge, und hier sehen wir das Quadrat, auch wenn es sich schon auflöst, ja, ein separatives Quadrat, aber doch ein festes Quadrat zwischen Venus und Uranus, große Unberechenbarkeit, starke Veränderungen natürlich auch auf dem Bereich der Kryptowährungen. Das heißt, hier sehen wir, dass es offensichtlich den Effekt geben kann, dass Kryptos sehr schnell verschwinden können. Das hängt damit zusammen, dass eben jeder, der auf
Computerwährung setzt, dann irgendwann einmal auch die Erkenntnis hat, dass er vermutlich nicht der Einzige ist, der Zugriff auf diese Konten hat. Es gibt immer Schlauere und dem Computer, ich glaube, das ist der Letzte, dem ich vertrauen würde. Wir sehen auch hier die Venus, welche hier eben für große Erbschaften, für große Vermögen steht und natürlich auch immer für Sicherheit und Finanzen, hier sich in dieser Jod, in dieser Zeigefinger Gottes oder Mittelfinger Gottes Besetzung befindet. Natürlich doppelt geschwächt durch ein Quinkungs zu Pluto und gleichzeitig ein Quinkungs zu Neptun. Pluto als Herrscher des ersten und des zweiten Hauses, das heißt, es geht hier um unser Geld, ja, und hier dürfte offensichtlich großer Schaden entstanden sein. Hier dürften offensichtlich heimlich große Gelder verloren gegangen sein. Wir sehen auch hier über das Quinkungs zu Neptun starke Auflösung. Und fünftes Haus bedeutet Wachstum. Das heißt, hier kann es sein, dass die Verluste noch weitergehen. Also das heißt, hier spielt das Thema Geld, Korruption natürlich eine ganz große, entscheidende Rolle. Wie komme ich auf Korruption? Naja, Venus ist die Herrscherin des 12. Hauses, oder? Das sind heimliche Machenschaften, das sind sozusagen miese Geschäfte, das ist Betrug, Lüge und so weiter. Und wir sehen auch die Venus als Herrscherin des 7. und 8. Hauses. Das heißt, wir haben rein vordergründig gesehen, das 7. Haus steht für ebenbürtige Handelspartner, für andere Länder, die sozusagen ungefähr in der Liga von Deutschland mitspielen. Das heißt, hier gibt es starke Veränderungen, hier 8. Haus, hier arbeitet es im Untergrund, da läuft nicht mehr alles so wie gewünscht. Also hier sind Ungereimtheiten, hier passieren merkwürdige Dinge und das beeinflusst natürlich hier unsere Staatsdebatten sehr, sehr stark, die natürlich auch entsprechend jetzt mehr Druck machen, die den Druck erhöhen, wie ich hier aus dieser Konjunktion Sonne, Mond am MC herauslese. Also man gibt sich jetzt sehr, sehr dominant, weil das 10. Haus steht ja auch für Steinbock, das heißt für Härte. Ja, Volksgenossen, ab jetzt ist Schluss mit lustig und jetzt wird da Knüppel geschwungen. Ach so, Knüppel ist ja eigentlich die Domäne von unserem Kerl, der größte Experte auf diesem Gebiet, also ein Genie seinesgleichen. Also ich glaube, weltweit wird man wahrscheinlich kaum jemanden so wie ihn finden. Dein Alleinstellungsmerkmal, Genies sind leider immer sehr einsam, ja. Und wir sehen auch hier Herrscher von 3 Saturn im 5. Haus. Warum erwähne ich den Saturn? Weil dieser Neumond sozusagen keinen Sinn ergeben würde, wenn ich hier diesen Spiegelpunkt, ja, ich spiegel einfach über 0 Grad Zwillinge, mir ist es recht, und wenn ich diesen Spiegelpunkt nicht mit einbeziehe zum Neumond, dann habe ich die Interpretation dieses Horoskopes komplett verschlafen. Also dann habe ich sozusagen, ja, aber wie es so schön heißt, knapp vorbei ist. Auch daneben, wir haben hier Saturn als Herrscher des 3. Hauses im 5. Haus. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass die Repressalienspitze 3. Haus auf der Straße, 5. Haus wachsen, also die kriegen Kinder, die Unterdrückungsmaßnahmen auf der Straße, die Kontrollmaßnahmen auf der Straße werden intensiver. Das 3. Haus kann aber auch durchaus stehen, natürlich für Medien, für Meinungsmache, für Kommunikation, und Herrscher von 3 in 5 würde dann natürlich, Spitze 3. Haus, auch in diesem Fall Steinbock, würde natürlich eine stärkere Zensur, eine stärkere Kontrolle der Medien bringen. Das ist natürlich für Alternativmedien, wie zum Beispiel Tageshoroskop, eine schlechte Zeit, weil in dieser Zeit werden jetzt offensichtlich auch viele Internetkanäle gesperrt, denn die Wahrheit ist sozusagen niemals beliebt und Verbote betreffen immer nur die Wahrheit. Also die Lüge wurde immer geschützt und die Verbotsgesetze treffen immer nur die Wahrheit. Wir sehen hier im 3. Haus Pluto, ebenfalls Herrscher des Aszendenten, also Geburtsregent, und ebenfalls Herrscher des 2. Hauses für Finanzen und für Sicherheit im 3. Haus. Das würde für mich natürlich in erster Linie hier bedeuten, Pluto im 3. Haus, Pluto hat immer mit Manipulation der Kommunikation starke Beeinflussung, immer eine starke Beeinflussung, als ob das ein neues Thema wäre, aber offensichtlich drehen sie jetzt komplett durch, weil sie eben in einer unvorstellbaren Angstschleife sind vor dem Hochkommen der Wahrheit, und die Wahrheit ist ja auch 9. Haus hier von den Staatsdebatten in Beschlag genommen worden. Die ist quasi in ihren Klauen, die Wahrheit halten sie hier ganz fest. Aber das wird nicht lange so bleiben, weil das ist eben nur unter Anführungszeichen nur ein circa ein Monatshoroskop, und hier, wie gesagt, diese starke Besetzung des 8. Hauses, das riecht schon sehr, sehr stark nach Revolution. Das heißt, wir haben hier die Auslösung 11. August, und das hier wird dann so ungefähr
naja, was wird das sein, 14., 15. August, also das heißt, hier könnten dann die Gemüter hochfliegen, da geht auch der Hut bei so manchen hoch und ja, spannend ist es, sehr, sehr spannend. Wir haben hier natürlich auch, ja, auch mit an Bord eben Pluto, Herrscher von 1 in 3 und Saturn, Herrscher von 3 in 5 mit dieser Jod-Konstellation. Pluto steht eben in dem Fall auch für Deutschland, nicht nur 8. Haus. Und das heißt, hier gibt es große Dissonanzen, große Unstimmigkeiten mit anderen Ländern, mit vielleicht mit vorher befreundeten Staaten. Ja. Aber die Situation, Herrscher von 7 ist nicht in 11, sondern in 10. Also das heißt, die Dinge verhärten sich, die Fronten verhärten sich und es kommt hier zu massiven Veränderungen. Und wir sehen hier natürlich auch, wenn ich das unselige Thema Krieg wieder im Osten mit einbeziehe, Herrscher von 7, Venus und gleichzeitig Herrscher von 8, auch die Venus und Herrscherin von 12, dann bedeutet das, dass hier ein Krieg, der verloren geht, verheimlicht wird. Das heißt, hier wird gelogen, was das Zeug hält. Und wir sehen auch natürlich, ja, die Venus auf, was haben wir, ist sie schon auf, nein, ist sie noch nicht, auf Vakuum, Halbgrad, 29, 13, aber schon tief in den Fischegraden. Das heißt, wir sehen hier einen großen Auflösungsprozess und dieser große Auflösungsprozess hier auch mit Quadrat Uranus, welches zwar nachlässt, aber wir sehen das hier eben offensichtlich auch mit Neptun, dass hier große Verluste eingefahren werden, dass hier große Summen verloren gehen. Also das heißt, hier wird es wirklich ernst und deswegen aus Panik- und Angstreaktion wird hier natürlich dann die Staatspolizei, die Volkspolizisten werden hier sehr, sehr aktiv werden. Also das heißt, hier wird dann, wie es in jeder Diktatur ist, wenn sozusagen sie zu Ende geht, ja, dann kommt der Knüppel aus dem Sack, dann kommen die hässlichen Fratzen sozusagen zum Vorschein, weil eben für das schöne Gesicht kein Geld mehr da ist, weil man sozusagen nicht mehr alles mit Geld bewerfen kann, weil man nicht mehr alles zahlen kann. Und wie gesagt, Gewalt ist immer dann die billigste Maßnahme. Das ist, glaube ich, ein altes Gesetz. Gleichzeitig sehen wir in einem Aszendenten Skorpion, der auch noch mit dem Aszendenten Herrscher im Quadrat steht, also auch jetzt eine sehr unglückliche, eine sehr machtvolle Besetzung, das heißt ohnehin schon mit Aszendent Skorpion auf Widdergraden, das heißt Widdergrade bedeutet 1 Grad 28, von 0 Grad bis 2 Grad 30, 1 Grad 28 Skorpion, das heißt ein doppelt Mars besetzter Aszendent und aber gleichzeitig erkennen wir, weil es in den ersten 3 Graden ist, dass sie noch sehr vieles herauskristallisieren wird, dass man noch gar nicht so genau sagen kann, was hier jetzt alles an Grauslichkeiten aus dem Hut gezaubert werden wird, aber wir sehen eben über dieses Quadrat, da wird sich einiges abspielen und natürlich auch das dritte Haus steht immer für Wirtschaft, Handel und Industrie, das heißt wir kennen hier auch einen starken Niedergangsprozess der Wirtschaft. Ich meine, logischerweise deswegen auch hier die starken Zwangsmaßnahmen, Herrscher von 3 in 5 auf der Straße eben. Offensichtlich hat man hier große Angst vor Volksaufständen. Ja, die Zusammenrottung von Volksgenossen ist verboten. Richtig, die Volksgenossen müssen zu Hause bleiben. Droht hier Hausarrest? Könnte ich das hier herauslesen? Naja, Herrscher von 4 in 8 könnte natürlich auch für Machtspiele stehen im eigenen Territorium, aber das erkennen wir schon von Herrscher 1 im Quadrat zu Pluto. Also ja, kann natürlich hier auch die Folge sein. Auf jeden Fall sehe ich hier sehr viel Chaos, sehr viel Umsturz und wie gesagt, den Neubeginn, den wir hier eindeutig sehen. Mars ist das nicht, das ist der Merkur, der ist, oder Mars? Merkur als Herrscher, eingeschlossener Herrscher von 8 in 10 und Venus auch Herrscherin von 8 in 10 sind natürlich für die Staatsdepartner keine guten Vorzeichen und wir sehen auch Herrscher von 11, 11. Haus, ebenfalls im 10. Haus. Das heißt, hier versucht offensichtlich die Europäische Union Druck auf die Staatsdebatten zu machen, auf die Staatsführung zu machen. Und es geht hier natürlich auch immer um Machtspiele im Verhältnis Staatsführung, Europäische Union und befreundete Staaten, weil es einfach politisch immer so war, wenn wir uns die Entwicklungen in den letzten Jahrhunderten anschauen, immer wenn eine, wie sagt man, eine Diktatur oder ein Machtsystem zu Ende gegangen ist, dann war man sehr nervös und sehr gewaltbereit und wie gesagt, die meisten Exekutionen gab es dann immer kurz vor dem Niedergang des Systems. Wie es so schön heißt, ein angeschossener Löwe ist besonders gefährlich und wir sehen, dass die Sonne im Löwen eben für diesen, meines Erachtens, angeschossenen Löwen steht und wie gesagt, in 14 Tagen sehen wir dann hier eben die Konfrontation mit der Bevölkerung. Also das könnte durchaus
eine interessante Auslösung werden. Ansonsten würde ich sagen, auf die Schnelle, ja, diese Halbsumme löst sich schon allmählich auf. Saturn, Mondknoten und Neptun, diese Halbsumme, die besagt hat, dass man eben aufgrund von Betrug und Falschheit seelisches Leid hatte. Also das heißt, ja, auch richtig. Und das Wachstum natürlich im Land, also hier Wohlstand, geht mit Saturn rückläufig, Konjunktion Nessus, mehr als offensichtlich verloren. Habe ich irgendetwas vergessen? Ganz sicher, ich vergiss leider immer etwas, das ist leider so. Ja, wir haben noch hier den Spiegelpunkt zwischen Venus und Aszendenten und natürlich auch Venus. Pluto haben wir ebenso, Spiegelpunkt, also ganz interessante Verbindung, Venus Aszendent Venus Pluto, das heißt, es geht hier um sehr große Machtspiele zwischen anderen Staaten und Deutschland. Deutschland steht für Pluto und Aszendent, also das heißt, wir sehen hier, dass jetzt überall die Rivalitäten ausgebrochen sind. Ja, es ist einfach so, wenn am Wasserloch das Wasser knapp wird, dann wird dort mit allen Mitteln ums Überleben gekämpft. Das ist einfach so, das kann man, glaube ich, überall so erkennen. Also das heißt, wenn die Ressourcen weniger werden, dann wird es brutal, dann wird es gewaltsam. Wir hatten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten kann man sagen, konkret glaube ich seit dem Jahr war das 1971, war das mit diesem Nixon Act oder wird das geheißen, wo der Goldstandard abgeschafft wurde. Seit damals haben wir eigentlich nur noch alles auf Kredit basiert, also das heißt auf Luftgeld und Fiktion und Gewalt aufgebaut. Und das geht jetzt zu Ende und hier geht es erkennbar für mich, das ist das Einläuten des Endes einer Ära, also dieser Neumond, da kann ich fast mit 100%, ja okay, eigentlich ist meine Erfolgsgarantie bei 0%, aber hier würde ich fast schon in den Bereich von 100% gehen, wo wir auf jeden Fall eine Veränderung sehen werden. Ah, noch ist es nicht so weit, ich wollte schon zum Video gehen, das ist die jugendliche Nervosität, der Eifer. Wir haben am Sonntag, den 4. August 2024, und diese Zahlenreihe ist bemerkenswert, die ist sogar hervorragend. Wir haben die 4, wir haben die 12, die Doppel, die 14, die 16, die 20 und daraus resultierend die 2. Die 4 zeigt uns, um was es geht, ja, Macht. Machtthema, das ist das, was meines Erachtens uns dieser Neumond bringen wird. Starke Machtausübung, starker Missbrauch von Macht. Ja? Die 12 ist dann die Folge, die 12 ist der Gehängte, die Welt steht Kopf. Ja? Es ist nicht mehr so wie früher. Das heißt, die Leute werden sagen, ja, wie gibt's denn das und das kann doch nicht sein. Doch, doch. Sie werden auf einmal merken, dass eine Demokratie am Papier nicht in der Realität eine Demokratie sein muss. Das ist halt so in manchen Firmenkonstruktionen. Die 14, ja, die große Bescheidenheit, die Demut, das heißt, hier wird man sich stark zurücknehmen müssen. Die 16, großer Umsturz, große Verluste, großer Zusammenbruch, Niedergang, naja, hier die starke 8-Haus-Besetzung, Aszendent Skorpion, zweites Haus Skorpion, also das heißt, große, die Macht des Geldes, Herrscher von 2 in 8, ja, da geht es wirklich um großes Geld, das große Geld wird hier gespielt. Ah ja, und ich habe vergessen, weil Mars sozusagen eingeschlossener Herrscher des 8. Hauses ist, kann natürlich sein, dass hier sehr viel unterm Radar gearbeitet wird. Also das heißt, dass die Gewaltausübung nicht offensichtlich ist. Das heißt, dass hier zum Beispiel nächtliche Zugriffe sind oder heimliche Zugriffe. Ja, die Staatspolizei arbeitet prinzipiell nur in der Nacht. Ja, richtig, großartig. In der Nacht sind ja, glaube ich, alle Katzen gelb, glaube ich, so heißt der Spruch. Und die letzte Zahl ist die 20 und die 20 zeigt uns das Gericht. Und das Gericht ist, würde ich sagen, die entscheidende Zahl in dieser Zahlenreihe hier, ist jetzt etwas Epochales. Also das heißt, wir sind jetzt hier an der Kante, gestern standen wir noch vor dem Abgrund und heute sind wir einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Das würde ich sagen, sagen uns die 16 und die 20. Also das ist ein epochales Horoskop. Ja? Kleines Horoskop, aber feines Horoskop. Die 2 als letzte Zahl, Neptun, würde ich jetzt hier in Summe ist es ja auch das Eingreifen des Kosmos, also die kosmische Harmonisierung, aber in erster Linie würde ich hier auch sehr viel Chaos und Ratlosigkeit verorten, auch wenn 12. Haus Neptun oder Fische gar nicht so stark gestellt ist. Ja, aber in Summe die Quintessenz dieses Horoskopes gibt immer, wenn sozusagen eine Ära zu Ende geht,
Jupiter-Saturn, wenn eine Ära zu Ende geht, dann kommt es eben zu vollkommen merkwürdigen Ereignissen. Das heißt, hier gilt dann natürlich, ja, natürlich, wie sagt man, das Gesetz des Urwaldes. Aber wie auch immer, ja. Ja. Wir haben in der neuen Zahlenreihe den 13. Grad, weil 12 Grad 34 steht für den 13. Grad des 5. Sternzeichens Löwe im Jahre 1742, also um 282 Jahre korrigiert. Wenn du addierst, 1742 plus 282 Jahre gibt 2024, was uns damals ein Papst Silvester II. Eingebrockt hat. Wir haben die 13., die 18., die 19., die 26. Okay. Aha, die 26, die 30, die 32. Gut, war wieder kurzer Aussetzer bei mir, aber ich habe mich gerade wieder da fangt. Das heißt, mit der ersten Zahl, die 13. Ja, ich dachte, dass 26 und 24 ergibt. Ja, das ist mehr als 10, Entschuldigung, das ist für mich schon höhere Mathematik. Die 13. Die 13 zeigt uns einen Niedergangsprozess, einen Sterbeprozess, einen Todesprozess. Interessant, obwohl dieser Neumond eigentlich Stärke symbolisieren soll, dürfte es offensichtlich ein Niedergangsprozess sein. Wir sehen die 18, Täuschung, Lüge, Betrug, aber natürlich auch das Ende der Täuschung. Das heißt, hier erkennen viele Menschen, dass es hier sehr, sehr viel Betrug war. Und das bezieht sich natürlich sehr stark. Zweites Haus, die Finanzen. Und auch Jupiter, zweites Haus. Ja? Beide Herrscher des zweiten Hauses, Haupt- und Nebenherrscher, eingeschlossen im achten Haus. Offensichtlich erbt hier jemand anders unsere Vermögen, außer das, was du sozusagen an Sicherheiten für dich selber geschaffen hast. Wie gesagt, wer jetzt noch Geld, also größere Beträge am Konto hat, wer noch Kryptos hält oder was auch immer, tut mir leid, ich habe oft genug darüber geschwurbelt. Ich sage jetzt nur, was soll ich noch dazu sagen? Die 19. Ja, selber schuld, kein Mitleid, SSKM. Die 19 steht für die Sonne, eine große Schutzzahl. Gut, die können wir dringendst gebrauchen, weil das wird jetzt eine sportliche Zeit, die jetzt offensichtlich mit August auszulösen beginnt, kann man das so sagen, und die dann wahrscheinlich auch mit kurzen Unterbrechungen, das kann schon eineinhalb Jahre dann dauern. Oder eins, ja, nicht ganz eineinhalb Jahre, aber auf jeden Fall eine längere Zeit. Und hier die 26, ja. Die 26, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das heißt, hier wollte man es sich leicht machen. Man hat gehofft, es gibt den leichten Weg heraus, aber das ist ein Irrtum. Und jetzt kommt der große Umweg. Die 30 an sich eine angenehme Zahl, eine, kann man auch ein bisschen sagen, eine Schutzzahl, aber die 30 zeigt uns auch natürlich starkes Rückzugsbedürfnis, hängt natürlich auch mit der 3 zusammen, der Herrscherin, also sozusagen hier wird Neues ausgegoren und ausgeboren und erfunden. Die 32, die kleine Rüttelzahl, sagt uns bitte vorsichtig sein, das sollte man immer sein, denn die Bevölkerung, die Menschenherrscher von 4 Uranus im 8. Haus, aber auch natürlich der alte Herrscher Saturn, alter Herrscher vom Wassermann im 5. Haus. Natürlich sind die Leute, wenn ich das kombiniere miteinander, natürlich sind die Leute wütend darüber, ja. Uranus, 8. Haus, zerstörungswütend, ja. Die können ordentlich jetzt abfahren, weil hier Wohlstand, Sicherheit, Vermögen, weil hier alles verloren geht, ne? Logisch irgendwie. Die Quersumme der 5 ergibt dann die, die Quersumme der 5 ergibt die 5, ja, richtige Aussage, 32 natürlich. Und das ist Jupiter. Jupiter bedeutet ein großartiges Potenzial, großartige Erkenntnisse, große Einsichten und vielleicht kann sich der Mond doch ein bisschen durchsetzen, weil hier geht es auch um höheres Wissen. Ja? Also das heißt, hier werden wir, auch wenn wir es nicht wollen, aber hier werden wir doch gute Informationen bekommen. Und das kann ich hier aus dem, auch wenn er nachlässt, aus dem Spiegelpunkt Merkur-Uranus herauslesen. Also das heißt, hier könnten akribische Detailinformationen könnten hier schon mal ganz schön zu Emotionen führen, weil Uranus und 8. Haus, das kann ziemlich emotional werden. So, jetzt habe ich ein Video ausgewählt, aber nicht aufgerufen. Ich glaube, das ist es. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es, ja, das ist es. Ja, gehen wir nur. Ich gebe nur den Ton weg, weil so aufregend ist das nicht. Gut, du weißt Bescheid, was jetzt auf uns zukommt. Und zwar um 19.50 Uhr, bitte, wenn du so lieb bist, 1, 2, 3, unsere 3 magischen Minuten, wo wir sozusagen den Lauf der Welt verändern, wo wir alles zum Guten ändern und wenden, wo wir hier mit unseren positiven, liebevollen Gedanken
und auch mit Herzensenergie unglaublich viel Gutes in die Realität hereinrufen. Dieser Übergang war unbedingt notwendig. Du weißt, ein Lügensystem kann sich nicht bis in alle Ewigkeit halten. Deswegen auch in dieser Zeit meine Empfehlung, immer schön tief unterm Radar fliegen. Bitte nicht auf die Straßen gehen. Ich meine, wenn ich hier sehe, dass ohnehin Saturnherrscher von 3 und 5, dass ohnehin die Kontrollen zunehmen werden. Also das heißt, dass hier immer mehr und mehr Druck auf der Straße ist. Ist es vielleicht besser, wenn man irgendwo was in den Wald spazieren geht oder im Garten sozusagen sich den Liegestuhl hinstellt oder einfach nur das Leben genießt und es sich gut gehen lässt. Also das heißt, bitte jetzt besonders vorsichtig sein. Also ich glaube, dass die 32 hier eine gute Warnung der neuen Zahlenreihe war. Gut, in dem Sinne wünsche ich dir einen aktiven keltischen Marstag. Vorsichtig sein, aufpassen, und heute soll es besonders heiß werden. Also das heißt, immer die kalte Bierdose bei der Hand halten. Natürlich alkoholfreies Bier. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.